Am Nachmittag des 18. Mai wurde dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd der Einsatzzentrale über die integrierte Leitstelle ein Brand in der Nonnenwaldstraße 15 in Penzberg mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich eine Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses in Vollbrand befand. Ersthelfer waren bereits vor Ort und hatten Personen aus dem brennenden Haus gerettet. Insgesamt wurden bei dem Brandfall 7 Personen nach jetzigem Ermittlungsstand durch Rauchgasvergiftung verletzt. Diese wurden vom BRK unter dem Einsatz auch eines Rettungshubschraubers in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wir haben gegen 17.15 Uhr eine Alarmierung gehört, Brand in einem Mehrfamilienhaus, mit der konkreten Durchsage, dass sich noch Personen im Haus befinden. Da hat sich die Lage so dargestellt, dass wir eine massive Rauchentwicklung aus einer Erdgeschosswohnung haben, und immer noch sich eine Person im Gebäude befindet. Die Bewohner und Anwohner haben bereits Rettungsmaßnahmen ergriffen, haben mit einer Leiter auf dem Balkon versucht, auf die Obergeschosswohnung zu kommen. Das war aber nicht mehr notwendig, weil andere Privatpersonen, die noch abgängige Frau, über das Treppenhaus bereits gerettet haben zu dem Zeitpunkt. Unmittelbar in diesem Zusammenhang ist die ersteintreffende Feuerwehr und zuständige Feuerwehr Penzberg eingetroffen, hat sofort mit Atemschutz eine Erkundung vorgenommen, ob tatsächlich alle Personen aus dem Haus sind, und darauf folgend unmittelbar mit dem Brandangriff, dem Löschangriff begonnen. Es waren zwei Feuerwehren beteiligt, die Feuerwehr Iffeldorf und die Feuerwehr Penzberg als örtlich zuständige Feuerwehr. Insgesamt waren wir 51 Feuerwehrleute. Wir haben 6 Personen mit Rauchgasvergiftung. Wir haben also einen entsprechenden Ansatz an Rettungsdienst da gehabt, Polizei. Und relativ schnell haben wir den Brand im Griff bekommen. So etwa nach einer Viertelstunde, 20 Minuten haben wir vorher ausmelden können. Und dann waren keine Nachlöscharbeiten mehr, sondern nur noch Rauchabzug, Belüften und so weiter. Also allgemein muss man sagen, allgemeine Vorsicht walten lassen, aber niemand ist davor gefeit, dass bei ihm in der Wohnung ein Brand entsteht, sei es, weil irgendein Gerät versagt oder weil irgendeine Nachlässigkeit vorhanden ist. Wir haben zum Jahresende spätestens ja die Nachrichtpflicht für alle Privatwohnungen mit Rauchwarnmeldern, das dafür gedacht ist, weil wir ja, wenn wir auf Nacht schlafen, die Nase auch schläft. Das heißt, wir wachen vom Rauch nicht auf. Dagegen das Ohr schläft nicht und der Rauchmelder übernimmt praktisch für uns die wachende Funktion. Es wäre also dringend geboten, dass sich da jeder in seinem Schlafzimmer und in den Gängen zu den Ausgängen mit so einem Rauchmelder ausstattet. Das ist die Internetseite www.rauchmelder-lebensretter.de, da sind alle Informationen draufstehen. Die Bewohner und Anwohner haben da in hervorragender Weise reagiert. Ich bin der Meinung, die haben da Leben gerettet durch ihren persönlichen Einsatz. Das war vorbildlich, weil wir so schnell nicht vor Ort sind, wir waren nicht langsam, aber so schnell, wie die Anwohner da reagiert haben, das war vorbildlich. Lobenswert.